Wollen wir das nennen? Steini. Ich meine, man muss ja mal sagen, sie hat schon ziemlich gute Wumbas, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist mir damals nie aufgefallen. Ja, ein richtiger Speedrunner hätte das Spiel jetzt auch schon 30 Mal durch, weil du schlicht und ergreifend dem Spiel Glauben machen kannst, dass du beim Final Boss bist, obwohl du es nicht bist. Nicht so viele Überraschungen. Ich glaube, das geht jetzt. Ich glaube, ich mache das hier nur wegen diesem Steinballturnier. Mehr mache ich das gar nicht. Soweit ich mich erinnere, kann ich jetzt schon gar nichts mehr in dieser Welt machen. Eine gefährliche Attraktion. Deswegen, gerade was neue Releases angeht. Ich habe dann immer. Ich mache das lieber bei Spielen, wo ich selber weiß, dass ich die auch richtig haben möchte. Und in Steam reingesetzt? Steam? Was? Steam? Nee. Also vorhin. Ich habe heute noch keine E-Mail bekommen. Werde ich gleich mal tun. Warte mal. Was mit dir schnacken dafür? Triff dich selbst zwischen den Augen. Weiß doch. Hippe Benjo, der Steini, darf ich mitspielen? Ich weiß nicht, dieser Rucksack kommt mir so bekannt vor. Willst du damit sagen, dass ich ein Bär und Vogel den Versuch hätten, ins aufwendiger zu verkleiden, hier reinzumogeln? Ganz offensichtlich. Aber es gibt sowieso zu wenig Spieler, also mach meinetwegen mit. Trash. Ja, please let me delete things from my inventory, please. Ich meine, ganz ehrlich, man kann doch, es gibt doch diese Möglichkeit nach dem Motto, dass du deine ganzen Karten und Hintergründe und so alle auf den Steam-Markt werfen kannst. So, und dann musst du doch das, damit du das machen kannst, damit das dann halt direkt geht, hast du ja deinen Steam-Guard da per Handy. Und dann kannst du doch rein theoretisch, dann bestätigst du das da und dann schickst du sie auf den Markt. Wieso kann man das nicht genau so machen, bloß mit dem Wegwerfen? Dass man sagt, okay, ich möchte das wegwerfen und dann halt, damit das nicht sich irgendwer reinhackt und dann deine ganzen Sachen löscht, dass du dann sagen kannst, okay, ich möchte das löschen, lock mich mit meinem Steam-Guard ein und nach dem Motto so, jo, ich möchte das loswerden, möchten sie das wirklich wegwerfen? Ja, und dann ist es gelöscht. Ja, das wäre einfach so legit. Das wäre richtig gut. Erstmal, Karma, vielen Dank für die 10-Euro-Spende, mein Dude. Und Manga-Keks, ich würde Gregory Horror Show nicht nochmal spielen. Also jetzt nach dem zweiten Mal ist gut, ist genug. Nur, da ist nur Schluss. Legit. Man kann Spiele refunden, wenn er 2 Stunden gespielt hat oder 2 Wochen haben. Ja eben, und ich habe diese Spiele schon seit zig Jahren. 1973. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Ich könnte ja mal... Warte. I'm starting a haste. Warte mal. I'm starting a haste. Ich will mal kurz was gucken. Fuck. Come on. Schade, ich hätte jetzt in den ersten geguckt, einfach mal, wer diese Sachen haben will. Achso, so nach dem Motto, dieser Nutzer möchte das haben, etc. Ja, genau das. Ich gucke einfach mal nach. So. Aber das Ding ist, weißt du, du guckst dann so in diese Liste und da steht einfach keiner bei, der Spieler möchte das haben. Und dann siehst du da unten einfach nur, 23 Freunde haben dieses Spiel schon. Und ich denke mir so, ja, danke. Oh, shit, Mann. Naja, ich bin Moira-Main und habe eigentlich bei meinem letzten Season habe ich nur Moira gespielt und... Ja, guess what? Ich bin instant Platin gewesen. Platin, Dude. So, warte, ich glaube, die sind böse, ne? Ne, die geben auch Punkte? Okay. Ne, die geben Minuspunkte, okay.
War mir da nicht mehr sicher. Lass mal die anderen abfacken. No! Did you just assume? Ich glaube, es wird nur darauf geachtet, wie viele Kisten. Nee, nicht wirklich. Es hängt auch oft damit ab, wie viel du. Also, generell, ich habe so das Gefühl, die Wins sind absolut egal in deinen Placements. Es kommt überwiegend darauf an, was warst du letzte Season? Weil letzte Season habe ich mich auf Platin hochgearbeitet. Und es war ein Struggle, ich sag's euch. Yes, please. I can okay, do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Purge 12. Ich hoffe, das klappt. Geil, Mann, klappt fuck. Nicht. Oh nein, wie war das nochmal? Löschen. Oh Gott. Das hat mir Andy einmal gesagt, ne? Und ich hab's mir vergessen. Richtig tasty. Richtig tasty. Tasty delicious. It's such a. Oder war das Slash Purge? The Purge. Oh fuck. 12? Auch nicht. Ah! Ich bin ein Scheiß-Admin. Allein schon Slash Purge, weißt du, es klingt wie dieser. Es klingt so, als würde ich einfach alle Accounts löschen. Einfach. Alle Leute mal morgen. Oh. Ich weiß, es war irgendwas mit Purge, aber ich weiß nicht mehr was. Oder war das groß geschrieben? Nein. Ach, oh, Mann. Ich komme so dumm vor gerade. Purge, auf einmal sind hier ein Haufen Mongos mit Masken. Ja, Angel, bitte schreib mir mal, wenn du weißt, wie das geht. Bitte schreib mir mal, was ich in den Chat schreiben muss, damit ich das machen kann. Ich habe den Command vergessen. ohne Scheiß, ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das einmal gemacht und dann war's weg. Du hast einmal einen Purge gestartet und dann war alles weg auf einmal. Ja, hier einmal alle gepurcht und dann war keiner mehr da. Auf einmal ein Haufen Leichen vorm Reichstag. Alter. Das klingt wie so eine Karte, Against Humanity Karte. Starting the Purge. Wie started the Purge. Alter. Besonders, das ist einfach so komplett out of character. Dings. Purge. Der Stream bleibt duster? Was? Duster Stream? Hä? Hey. Muss ich das vielleicht groß schreiben? Meinst du Karma? Mit wem bleibt Duster, hä? Purge 12. Purge. Purge 12. Purge 12. Oder warte mal, ich habe was anderes. Löschen. Hamburger für den Hamburger. Purge und dann die Zahl direkt danach. Auch nicht. Ja, das war mein Stream tot? Hey, nee. Auch nicht. Nee, läuft alles. Ich lösche die gleich alle einzeln, Alter. Ich lösche euch gleich alle. Kann ich die nicht einfach löschen? Glaub, ja. Ich mach das einfach so. Das ist mir. I don't fucking care. Oh, oh golly. Alter, das ist ja auch kacke, wenn ich das so mache. So hab ich das immer gemacht, weil ich auch hier nicht unbedingt einen Purge starten wollte. Ich bin gerade echt dumm. Ich muss ja aber mal sagen, das wird ein super Thumbnail für diese Folge hier. Ich meine, ich bin eingetragen als Admin. So ist es ja nicht. Geh doch mal Resi 7 gucken. Tu das. Tu dir keinen Zwang an. Bin froh, dass die Folgen überhaupt geguckt werden. Konnte man hier nicht irgendwie. Oh Mann. Ich bin so ein geiler Admin. Alter Leute. Freuen wir schon auf Jojo Part 5? Fuck yeah. Ich freue mich auf Part 5. Hätte ich zwar lieben gerne den Manga vorher gelesen, aber I didn't. But you didn't!
Radikal Beam. Rollen. Soll ich direkt noch eins machen oder brauche ich mehr? Administrator, Audiolog. Wie viel will uns löschen? Bist du etwa Monika? Nein, ich will euch nicht löschen! Ich will nur Platz starten. Nein, ich will eigentlich nur die Nachrichten da wegmachen, aber irgendwie bin ich gerade zu dumm. Ich hack mich gerade ins System. Hacking the system. Vor allem, ich wurde jetzt vorhin erst gefragt auf YouTube von wegen, ob ich jetzt gar keine ganzen Streams mehr hochlade. Und die Antwort ist yes. I won't. Ich meine, das Einzige, was ich noch als ganzer Stream hochladen werde, ist Stardew Valley. Wo ich übrigens jetzt auch demnächst noch eine Folge hochladen muss. Also ich habe in letzter Zeit Content, ne, ich habe Content ohne Grenzen. Vor allem, jetzt kommt ja auch noch das Video, wo Ezo und ich die japanischen Süßigkeiten futtern. Und bislang das Editing finde ich super geil, was ich da bislang habe. Oh. Was, sie hackt sich ins System? Ja, wo ist das Kyber-Theme? Ist Vivi ein Hacker? Ist Vivi Sombra? Ich wünschte, ich wäre Sombra, aber nein. Keiner, warum er seit kurzem stark Bock auf Revelations 2 bekommen? Echt auf Resi 2 gespannt. Revelations 2 ist auch nice. Oh, lol. Angel, echt jetzt? Das ist der Unterschied? Wehe. Ich probiere das jetzt aus. Wenn das der Grund ist, ich das warst du? Du bist Pink Guy? Weinshaus-Fan, du bist Pink Guy? Fuck it. Ich schreibe mir das jetzt irgendwo auf. Oh, weißt du, warum es nicht geklappt hat? Ja. Weil ich statt einem Fragezeichen ein Ausrufezeichen geschrieben habe. Oh. Dann wer benutzt denn Fragezeichen Purge? Als wenn man fragen würde, Purge? Purge? Oder Fragezeichen Purge? The Purge, was? Fuck my life, oh Gott. Nee, es ist einfach so eine grundlegende Sache. Ich habe irgendwann gemerkt, Alter, no one cares a fucking shit about ganze Streams. Klar, die Wiedergabezeit ist hoch. Klar, sind ja auch lange Videos. Aber es sind an sich kaum Views, weil logisch, Leute haben nicht Zeit, sich so ein 1-3-Stunden-Video anzugucken. Macht ja Sinn, sehe ich auch vollkommen ein. Deswegen habe ich mir halt jetzt angewöhnt, Premiere richtig zu benutzen. Und dank Premiere habe ich zum Glück auch richtig Spaß am Editieren. Mit Magix hatte ich das immer so, oh, die Scheiße ist abgestürzt. Oder, oh, die Scheiße funktioniert nicht. Oder, boah, warum läuft denn die Scheiße nicht? Versteht ihr, was ich meine? Das war das immer. Ich finde das gerade so schön, wie ich sage. Ich muss mir das mit diesem Fragezeichen Purge aufschreiben. Was macht Angel? Heftet das erstmal bei mir oben an den Chat an, damit ich es wieder finde. Oh, danke. Grund, aber. Und deswegen habe ich ohne Grund 50 Abos bekommen. Pink Guy, echt ein Charakter, ein YouTuber. Ich weiß, ich kenne die Origins von Pink Guy. Aber wahrscheinlich denken Leute dann, oh, Pink Guy, was? Und auf einmal bist das du und ne. Das ist, da senkt sich so, das ist nicht mein pinker Guy. Hätte ich jetzt so nicht mehr gerechnet, weil es sind völlig verschiedene Charaktere. Nee, aber seitdem habe ich halt einfach auch viel mehr Spaß am Editing. Und das ist das Schönste. Wenn du Spaß am Editing hast, dann sind die Videos auch besser. Und ich kriege selber von meinen Videos auf einmal weniger das Kotzen. Und das ist irgendwo wichtig. Ich meine, letzten Endes, es zahlt sich aus. Leute finden den Content, der jetzt kommt, um einiges interessanter und schöner. Aber muss du gehen. Eier schießen, knistern, brennen. Feuereier, ja, geiler Scheiß. Wieso werde ich eigentlich gerade als alles bezeichnet? Ist Vivi Futaba aus Persona 5? Ist Vivi das Universum? Ist Vivi Dio? Leute, ich bin einfach nur Vivi. Ja. Oh Gott! Oh! Hilfe, Kackholle. Kackholle? Nein, kein Kolle. Ich hab mich gerade erschrocken, weil plötzlich eine Flotte von mir zurückkam. Und dann hörst du so eine quietschende. Oh ja, meine, ich schicke immer so eine Flotte los. Die schicke ich immer zur Mission 2, um Bucket zu farmen. Und da sind nur Escortschiffe drin. Und der einzige Escortschiff ist halt Flaggschiff. Und die hat so eine richtig helle Stimme. Und dann so. Oh
Oh, ey. Hilfe. Hab ich jetzt alles gemacht? Ja, ne? Mhm. Yes, I did. Nani? Nani? Nani, the fuck? Nani, the fuck? Nee, aber deswegen, ich bin jetzt ganz ehrlich, seitdem ich die Videos jetzt so bearbeite, wenn ich mir jetzt noch After Effects beibringe, ne? Dann ist Ende. Wie? Warte, du hast wie? Oh, warte, Leute, geht schon auf! Was? Dann heißt der Film nicht mehr wie Vendetta, sondern wie. Oh mein Gott. Was? Ist wie Jolene Joestar? Das wäre krass. Ist wie Diablo? Was zur Hölle? Wird ja mal schlimmer hier. Ist wie Giorno Giovanna? Ist wie Pink Power Ranger? Wenn schon der Blaue. Niemand will der Pink Ranger sein, echt, Alter. Was euch angeht, kann ich dir nur zustimmen. Seitdem ihr auch Adobe Premiere habt, kommen wir mit dem Schneiden, Rendern besser klar. Ja, man muss sich klar erstmal ein bisschen mit dem Programm zurechtfinden, aber das ist mit jedem Programm. Bei mir ist halt der Vorteil gewesen, da ich ja nicht mein erstes Programm ist, wo ich zum Editieren benutze, kennt man natürlich schon so ein paar Sachen. Und ich habe mir dann auf der Seite von Adobe, habe ich mir direkt mal denn so die Basic Tutorials gegeben, so damit man die Basic Steuerung des Programms versteht. Und true and behold, das hat schon für die ersten Videos gereicht. Ich habe mir dann jetzt, wenn ich denn irgendwas wissen will, wie zum Beispiel Chroma Key für Sachen, dann ganz einfach google ich das online und dann habe ich das. Aber ich muss mir dann zwar immer diese super langweiligen Tutorials angucken von Leuten, die man so sprechen und irgendwie nicht so einen Punkt haben. Weißt du, ich will nur wissen, wie ein fucking Chroma Key funktioniert. Ich will nicht wissen, was deine Großmutter gefrühstückt hat. Das Ding ist, ich sehe gerade so viele Leute, die da gerade irgendwas mit mir schreiben und ich kenne nur die Hälfte der Charaktere. Wer ist Diego Brando? Wer ist Kerrigan? Wer ist das? Diego Brando ist, warte mal. Diego ist aus Part 7. Okay. Part 6? Oder Part 6? Part 12? I don't know. Ich weiß es gerade nicht. Stimmt, Part 8 ist der, den ich nicht mag. Das war das. Ist wie Illuminati confirmed. Ja. Mit Sicherheit. Jeder ist Illuminati confirmed, ihr wisst es nur nicht. Vivi ist Gandalf. Wenn ich mir jetzt meine Haare als Bart ankleben würde. Bestimmt. Dann doch. Ist wie Fresh Dumbledore sowieso? Ist wie Geralt von Vivia? Oh, Alter, wenn ich Geralt wäre, alter Schwede. Einfach der übelste Badass. Ist das nicht der aus The Witcher? Nee. Ja, doch, genau. Doch, der von Witcher. Das war der von Witcher, ja. Außer ich verwechsel ihn jetzt mit einem anderen Geralt, aber ich hoffe nicht. Der Typ, der mit allen Frauen in die Kiste steigt. Ja, okay, das denn vielleicht nicht. Aber ich wäre ein krasser Witcher, Mann. Ein witchender Witcher. The Witchmaster. Oh ja, komm mal da drüber, red dir lustig, hör mir zu, wird's frustig. Spring hoch in die Luft, hoch halt dein Set und Kazooie wird zum Bohrer wie nett. No, yo, ne. Warte mal, ist wie Nein. Toru? Toru? Wer ist Toru? Kobayashi? Kobayashi? Ma Waifu? Ah! Okay, dann weiß ich jetzt. Ich hatte gerade irgendwie ein Blackout. Der Moment, wenn man andauernd SMS von Domino's bekommt, weil man seit Ewigkeiten da nicht mehr bestellt hat. Oh, Domino's. Ja, und dann jetzt denke ich wieder an Categorus. Das Schlimme ist, was heißt hier das Schlimme? Ich finde es eigentlich ja richtig toll, dass sie das machen. Aber Domino's schickt einem manchmal so E-Mails von wegen, wir vermissen sie und dann kriegst du einen Coupon und dann kannst du Pizza bestellen. Lol, das ist cool. Ich meine, so um Himmels Willen, ich würde niemals Domino's verlassen. Also dafür hatte ich noch nie Probleme bei denen. Ich würde da gerne bestellen, wenn wir hier Domino's hätten. Haben wir ja nur hier. Ja, das ist voll scheiße. Weißt du, ich war einmal auf der Seite von denen, die haben so tasty shit. Das und dann so, ja, nö, hier haben wir kein Domino's. Ja, toll, danke. Warte mal. Was? Moment, was war das? Was war das? Moment halt. Was? Ist sie wieder Twitter-User? Nein! What the fuck? Nein! Definitiv. Das ist nicht mein Twitter.
Karin war doch aus StarCraft, die Terraner-Zwergin. Ich habe leider nie StarCraft gespielt. Same. Ich finde es toll, dass man sich die Effekte in extra Orten speichern kann. Achso, das war in Bezug auf Premiere. Ist wie Koichi. Koichi? Koichi war doch aus Digimon Frontier, oder? Ja. Oder ist du meinst, eine du meinst jemand anders, der Koichi heißt? Part 8 hat es. Wieso ist das? Wieso ist mein Chat immer nur dann aktiv, wenn wirklich entweder was vergeben wird oder irgendein Meme rumläuft? Ja, I don't. Ist die wie Jennifer von Wengerberg? Ich weiß nicht, wer das ist. Vor allem, ja, echt mal, das sind jetzt echt überwiegend Leute, von denen ich nie gehört habe. Ah, oh, ich werde das jetzt auch alles Memes und ich kenne sie nur nicht. Das macht mich gerade traurig. Aha, Vivi steigt erst mit einem Frau dann in die Kiste. That's an interesting conclusion. Also, wahrscheinlich einfach nur in so eine Seifenküste und ich würde mit dem Mario Kart fahren oder so. Däh. Asexuelle Leute schlafen nicht mit anderen Leuten. Wer interessant, Dicke? Ist Vivi ein Shinigami? Ist Vivi Dominos? Also ich bin weder ein Pizza-Anbieter, noch bin ich ein Dämon. Wird ja mal interessanter hier. Ist Vivi Marissa? Oh, das wäre interessant. Ich könnte einen Master Spark, Alter. Muffel, Federähne, Stabe, echte Kante, böse Buben, wissen nicht ihr Tag. Halt einfach B und sie kriegen einen Schlag. Cool. Alter, der Typ. Ich mag den Typen, der ist irgendwie echt cool. Alles klar, Line Freezer, bis denn. Oh ja, aber ich weiß, die Mission, die jetzt kommt, die ist richtig abfuck. Ist wie die Shadow? Nein. Das wüsste ich doch. Kriegsattacke? Allerdings, du Penner. Vielleicht können wir mir helfen, Dynamit dann in die Luft zu sprengen. Keine Sorge, wir machen das schon. Also nach dem Chat bin ich gefühlt jeder Toro-Charakter. Ich bin Mumbo. Bumbo? Ikapoka. Ikapoka. Sie habe ich rausgefunden. Sasuke Uchiha, da bin ich nicht edgy genug. Jetzt die Mission ist richtig abfuck. Oh. Ist sie wie Gott? Nein. You're a meme now, Harry. Ja, ich bin sowas von... Habt ihr diese Hitbox gerade gesehen? Die war echt wunderschön. Du kannst das doch gar nicht gesehen haben, Vivi. Hä, wieso? Ich hab's doch gerade gesehen. Nee, wie ich das TNT jetzt getroffen hab. Ja. Das ging voll daneben. Nein, das, du hast getroffen. Wahrscheinlich einfach so. Na gut. Frag dich, wie. Manchmal, ich wünsche, es gäbe ein Programm, womit du alle Hitboxen in einem Game einfach sichtbar machen kannst. Oh doch, ja. Da gibt es das bestimmt. Das wäre echt lustig. Das wäre echt mega lustig. Machen Leute bei Fighting Games andauernd. Gib mir mal Energie.
Dann halt nicht, okay. Sprengt den Rahmen, hui hui. Was? Clap, ich clap, habe Meme Review. Oh nein. Oh nein. Nicht Meme Review. Nein, dann stirbt der Meme ja. Do you fucking quote me mit Hildebrand? Alter. Das Bild habe ich aber noch nicht gesehen. Ist das aus dem neuesten Patch? Ich habe die Hildi-Quest noch nicht nachgespielt. Oh mein Gott, rennt da als Clown rum. Oh, wie cool. Okay, you do this? Oh, jetzt kommen die ganzen PewDiePie-Memes hier. Oh, lol. Ach so, Clap Clap Meme Review. Oh ja, nein. Und in der Regel stirbt der Meme dann. Nein. Memes sterben nie, solange sich nur eine einzige dran erinnert. Was? Das ist so sad. Alexa, play Despacito. Despacito. Pasito, pasito. So, der Rest muss oben irgendwo sein. Nach Adam Riese. Guck aber trotzdem hier nochmal. Just because of bullshit. Ist die beste Paysafe Card. Zum Witz. Muss ich nur irgendwie wieder nach oben finden. Safe Card, yes. Can I please do shit? Mann, ich hör's doch gerade. Yes. Bist du Mercy? Memes sterben nicht, ja! Wirklich! I won't let them die. Hier geht's hoch. Mach doch keine Panik, Mann. Mach doch keine Panik, Mann. Mach doch keine Panik, Mann. Nee, ich bin leider nicht Jacksepticeye. Dafür ist mein Level, dafür ist mein cooles Level zu niedrig. Mann, wirklich? Ja. So. One more time. One to the toot. Nee. One to the two to the two to the three. Was schade, dass die Animation nicht mehr kommt, wenn Benjo getroffen wird und die Gesichter sich verändern. Was? Ich weiß nicht, was er meint. Aber. Haha! Me did it! Ein Goldklümpchen könnt ihr haben, hier. Erstickt dran. Goldklümpchen? Ein Goldklümpchen? Ein Klümpchen Gold? Zero. Not even close. Zero deaths. Ja, danke. Man könnte mich ja auch zum Ausgang bringen, ne? Aber nee. Pass auf, jetzt muss ich den Ausgang finden und pass auf, den finde ich jetzt nicht mehr. Ach doch, okay, hier ist der Ausgang. Nichts wrong with. Alles cool. Not even close. Nein. Nein, hallo. Du, was ist das denn? Du doofen Schmerz. Du dummer Trottel! So, das war jetzt der, oder? Ja. Geil, Vivi. Doofen Schmerz, doof sein ist unser Motto. Doofen Schmerz, wie sein ist unser Motto. Dude! 2. Warum ist hier Wasser? Die Macht der Kundenkarten. Die Macht der Kundenkarten? Ja, nein, eigentlich, ich bin gerade einfach nur einen Paysafe-Code an eingeben, aber, Ein Safe-Paid? Ja. Alter, ich bin zu... Leute, ich will doch einfach nur... Achso, shit, da brauche ich den für. So. Geil. Ja, ich bin mit den allgemeinen... Oh nein, nicht Scabby und Shugi. Scabby und Shugi! Oh, Alter, das Spiel hat aber auch Frame-Lags manchmal. Muss man ja mal sagen. Oh, Jesus. Warum ich nicht waschen?
Hau mich bitte nicht. Beiß mich nicht und kratz mich nicht und hau mich bitte nicht. Hau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe. Box mir doch bitte nicht mehr auf den Mund. Das ist so ungesund. Ist irgendwo... Nichts, alles gut. Ich lese so gerade wieder. Oh, ich wünsche nicht mehr Perry. Perry hat einen geilen Hut. Das ist ja nur ein Schnabeltier, aber er hat einen geilen Hut. Hell yeah, Schnabeltier. Wenn nicht so, dass die Viecher eigentlich giftig sind und all sowas. Nur die Männchen, tatsächlich. Ja. Das heißt, ich bin Kay. Feministen würden jetzt deswegen schon wieder durchdrehen. Haben wir hier Feministen im Chat? Hand hoch. Okay. Ich meine, das Thema hatten wir gestern erst ziemlich lange im Chat. Ach echt? Ja. Okay. Aber weniger Feministen, weil da ist cool, die wollen Gleichheit, das ist auch richtig so. Wir hatten mehr das Thema Fem-Nazis. Ah. So, die dunkle Seite, quasi die Sith-Lords der Feministen, wenn du so möchtest. Die Sith-Lords. Oh lol. Das ist mittlerweile ein Unterschied. Aber das dürft ihr euch nicht von einem Mann sagen, weil ich bin ja ein Mann und ich habe als Mann ja keine Ahnung. Beziehungsweise, man muss sich ja nicht von einem Mann sagen lassen, was Feminismus ist.